Mitten in Wien-Meidling, in einem netten kleinen Gemeindebau, wohnt Herr Doser. Na, ist ja alles friedlich. Der Single liebt seinen Bau und ist stets um Sicherheit und Ordnung bemüht. Gerhard ist oft auf Rundgang und überwacht, was in seinem Bau passiert. Er wohnt oft auf 5er Stirn. Da ist die Dirkin, was unter mir wohnt. Die holt ihre Kinder an. Ja, um 12 Uhr haben sie aus, holt sie ihre Kinder an. Was macht der Robert schon wieder da? Jetzt haben die keine Arbeit. Gerhard kennt hier jeden. Wird der Gerhard auf uns aufpassen? Ja, so wie immer. Dass uns nichts passiert, weil du kannst mir nicht helfen. Auf Gerhard ist immer Verlass und er sorgt tatkräftig dafür, dass Recht und Frieden im Gemeindebau erhalten bleiben. Gehört sie daher? Ich hab keine Hemmungen, auch wenn sie zu dritt sind. Das ist mir wurscht. Mit zwei wäre ich schon fertig, wenn sie ist. Wenn es sein muss, greift der Wiener zu härteren Mitteln. Ja, ist ja wurscht. Ja. Im Prinzip bitte, sollte was sein, in Zeiten wie diesen, bin ich schnell bereit. Einbrecher etc. etc. sonst was. Wer ist das? Wer ist da? Oft sitzt Gerhard aber auch einfach nur in seiner Wohnung herum und wartet darauf, dass etwas passiert. Da können auch die kleinen Dinge ganz schön aufregend werden. Ich schaue sich jetzt schon beim Google aus, na, so ist das nicht. Naja, es gibt schon. Naja. Na gut, ja, na, passt. Ah, der Mantel ist da. Hallo, servus. Er heißt zwar Herr Mantler, ist aber ein Jugendfreund von Gerhard. Gibt es Probleme, halten die beiden zueinander wie Pech und Schwefel. Im Gemeindebau ist das so. Momentan ist eine neue Verbotstafel in der hauseigenen Grünanlage Grund des Anstoßes. Ich bin ja von Urlaub heimgekommen. Am Montag in der Früh ruft mir meine Frau an, entsetzt. Du, ich bin gerade in die Arbeit gefahren und sehe, dass da Tafeln stehen. Hast du schon gesehen? Jetzt bin ich schnell runtergestürzt. Ich habe drei Kinder, wobei eine schon groß ist und zwei klein. Entzückende Kinder. Und ich höre dann immer nur, na, für eichere geht's eh nicht. Naja. Naja, ist ein Blödsinn. Aber sie haben keine Spielkameraden. Abgesehen davon denke ich mir, die Kinder im ganzen Bau haben sich's verdient. Es sind alles entzückende Kinder. Ich bin ganz begeistert von den Familien, die hier sind. Auch die Migrantenfamilien, gerade die Migrantenfamilien. Sie bringen so viel Farbe hinein. Meine Kinder sind auch aus Äthiopien. Also adoptierte Kinder. Und es ist einfach schön bunt. Er hat zwei Kinder von Äthiopien geholt. Finde ich auch irgendwo toll. Ne? Von der dritten Welt, also wenn du Leute holst und denen hilfst, das ist, ich finde es toll. Und darum setzt er sich jetzt auch so für die Kinder ein. Ein Gemeindebau ohne Spielplatz, das darf nicht sein. Gerhard und sein Freund wissen, dass das wichtig ist. Aber alles schon für die Fortpflanzung, für die Kinder, was nachher kommen, müssen wir solche Sachen weitergeben. Und somit ist es eine Diskriminierung unseren Kindern gegenüber, dass wir ihnen alles verbieten. Also wir nicht, aber gewisse Leute, was dafür verantwortlich sind. Probieren wir mal den Einweg, schauen, ob das irgendwie eine Reaktion bringt. Gerhard hat sofort eine Idee, wie er seinem Freund helfen kann und will der Sache nachgehen. Nachbarschaftshilfe wird bei ihm großgeschrieben. Ich sag dir dann auch Bescheid, wenn ich in die anderen Bauten war. Schauen wir uns da zwei, drei an. Und verbleiben wir mal so und okay. Schauen wir, hoffen wir das Beste. Tschüss. Baba. So, das ist auch einmal. Nee, dann tun wir gleich weiter. Wir haben ja heute noch was vor, im Garten auch. Da werden wir sich gleich mal anziehen und gleich auf den Weg machen. Ja. Na gut, ja, machen wir. Ich habe jetzt einmal die Nummer von ihr bekommen. Und das ist natürlich ein Grund, sie anzurufen und gleich ein Date auszumachen. Wie ein Gentleman verabschiedet sich Otto mit einem Handkuss und hofft, Renate wiederzusehen. Schließlich hat sie ihn wirklich verzaubert. Beflügelt von diesem Busserl, was ich bekommen habe. Mein Gott, das hat ein bisschen nach Erdbeer geschmeckt. Ich glaube, sie trägt einen Erdbeer-Lippenstift. Ist ja nicht schlecht. Ich trage Erdbeer-Bodylotion, sie trägt Erdbeer-Lippenstift. Jetzt gehe ich nach Hause, lege mich ins Bett. Hab süße Träume und stell mir vielleicht sogar im Traum vor, dass der Zug doch eingezogen wird in die Remise. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah.